Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich habe nämlich, ich weiß nicht, gestern vor ein paar Tagen, kommt drauf an, wann jetzt dieses Video kommt, ein Video zu den Schleichfliegern 2022 gemacht. Ein paar habe ich schon gezeigt und die nächsten werden jetzt, oder alle werden jetzt folgen. Also, wenn ihr den ersten Teil noch nicht geguckt habt, dann schaut euch unbedingt den ersten Teil an. Da zeige ich auch noch ein paar und ja, let's go. Ich würde jetzt sagen, wir fangen mal ganz spontan mit dem Paket an. Es ist sehr groß. Und ja, es war ja immer in so Plastikverpackungen eingepackt und jetzt in so Pappe, ich weiß nicht, ob es jetzt vom was ist das? Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Boah, der ist ja mal mega groß. Oh mein Gott, der ist voll, voll groß. Also, das ist der Oldenburger Hengst, glaube ich. Ja. Und auf jeden Fall, oh, wow, schaut euch diese Größe an. Ich weiß nicht, ob es normal ist, aber irgendwie so groß. Ich weiß nicht. Schon ein kleines Stück, aber sehr voluminös. Sagt man das so? Ja. Also das ist schon mal ein sehr, sehr großes Pferd. Ich zeige euch das mal im Licht. Ja, so sieht er. Oh, ich finde das voll süß. Also echt ein süßes Kerlchen. Also Abzeichen hat er nicht, nur hier am Kopf. Finde ich aber auf jeden Fall sehr, sehr süß. Also schönes Pferdchen, finde ich. Und passend dazu gibt natürlich auch die Stute. Und das Fohlen habe ich auch. Also, ja. Ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr schön, die Pferde. Ich stelle sie mal wieder dahin. Ups. Oh, ups. Egal. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wow. Ich bin echt beeindruckt. Ich mache gerne mal hier die anderen weg. Von den neuen Dingen, die es gibt, weil die echt schön geworden sind. Mal gucken, wie die anderen es noch aussehen. Und zum Beispiel habe ich hier die Criollo-Stute. Die ist irgendwie so klein, ich weiß nicht. Denn manchmal stellt man sich die Pferde so groß vor, obwohl die dann so klein sind. Aber das ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, mein Fazit zu diesem Pferd schon mal sehr, sehr gut. Und ja, es hat hier so braune Abstufungen, sage ich jetzt mal so. Aber auf jeden Fall, ja, voll süß. Kommen wir weiter zum nächsten mysteriösen Paket. Soll ich jetzt das Oldenburger vornehmen, oder? Keine Ahnung. Egal, die Criollo-Stute, die weiche mir auf. Die wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und machen wir weiter mit dem Criollo vornehmen. Wieso nicht? Und ja, let's do it. Oha. Oh, wie niedlich. Oha, das sieht so anders aus. Also auf den Webseiten sehen die Bilder immer so, ja, wie soll ich sagen? Oh mein Gott, so süßes hätte ich auch nicht gedacht. Das ist voll niedlich. Sogar ein Herz hier. Ach, und kurz vorab, das ist ja auch designed in Germany. Also falls es wen interessiert, weil das manchmal welche gefragt haben. Und ja, wer es wissen will, der hat es jetzt. Der weiß es jetzt eben. Das ist auch designed in Germany und ja, schaut mal, wie ultra süß das ist. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, also keine Vermutung, aber irgendwie sind die Beine voll lang. Ich weiß nicht, ob das so, ja, sagen wir so, sieht irgendwie so lang aus. Aber also wenn das Bein sehr lang gestreckt wäre, dann wäre es irgendwie sehr lang, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, weil, irgendwie macht meine Hypothese keinen Sinn. Ich bin jetzt überfordert, aber egal. Habt ihr vielleicht schon ein paar Pferde von 2022? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ja, auf jeden Fall von dieser Seite finde ich das Fohlen süßer als von dieser. Oh nein, ich habe das Fohlen runterfallen lassen. Egal, hier ist es wieder, es lebt noch. Aber ja, auf jeden Fall sehr süßes Ding. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Pferdchen. Oh, voll süß. Wir haben ja noch drei Pferde und ja, ich sagen, machen wir weiter mit dem Engländer Hengst. Oh, ich bin gespannt, wie der aussieht. So sieht der von einmal von unten aus. Irgendwie erinnert mich an diese von 2021 die Pony-Dings-Stute. Wie diese, ich weiß nicht, wie heißt sie nochmal? Nein, ich hab's vergessen. Egal, schreibt mir das mal in die Kommentare, wie diese Ponystute heißt. Mein Gott, ich bin so aufgeregt, wie es aussieht. Ah, wie kann man so kleben? Ist ja voll schwer, hier rauszuholen.
Ups. Oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Ich finde das Obermeer cool, aber leider habe ich etwas entdeckt. Und zwar das. Ja, leider ist das so, aber okay, kommt hoch. Finde ich trotzdem einfach mega cool, das Bett. Also es ist mal was ganz so Neues. Aber ja, dieser Fleck einfach, ich hoffe, das kann ich irgendwie übermalen. Aber irgendwie finde ich, ist das so ein bisschen dasselbe. Also das sieht das halt von über diesem Kopf zu die. Warte mal. Die Köpfe sind doch etwas sehr, sehr gleich, oder? Oder? Also ich finde die Pferde sehr, sehr gleich. Also vom Kopf her, aber das ist jetzt auch egal. Irgendwie komisch, aber okay. Aber gut, egal. Machen wir mit dem nächsten Pferd weiter. Ich nehme jetzt dieses Pferd hier. Und ich habe ja noch eins, aber oh mein Gott. Aber wie sieht das aus? Aber ich bin voll aufgeregt. Das sieht klein aus. Wow. Oha. Wow. Oh mein Gott. Wieso ist da so? Da ist ein Kratzer, aber. Oh, nein. Wieso hier ein brauner Fleck und da auch noch? Ja, na gut, bei Bestellungen, da weiß man gefühlt nie mal, was kommt, aber ich habe sie mir anders vorgestellt. Aber wow, sie ist obermega hübsch. Das wird gleich mein neues Profilbild. Ha, ich muss da jetzt noch was Schönes suchen, aber wow. Wow, ich glaube, das wird eines meiner Lieblingspferde, weil das einfach so gut ist. Und die Blümchen, die sind auch schön. Wow. Ich weiß nicht, wie oft ich noch wow sagen soll, aber es ist einfach richtig cool. Da steht auch Designed in Germany, also ja. Weiß nicht, ob es extra so gemacht ist, dass es so schief steht. Ihr seht, dass hier ein Schatten ist, das heißt, da kann ich meinen Finger runterstellen und kann ich dadurch, schaff das nicht, aber es steht, ich weiß nicht, ob es jetzt schief steht. Oder ob so gewollt ist, dass es schief steht. Aber wahrscheinlich ist es so gewollt, keine Ahnung. Egal. Und machen wir jetzt weiter mit dem letzten Pferd. Ja, so sieht er schon mal aus. Ich hatte das, glaube ich, so noch nie. Und ja, mein Taschengeld hat sehr drunter geleitet. Aber ja, jetzt muss ich wieder warten aufs neue Jahr. Da spare ich vielleicht genug, dass ich das wieder holen kann. Also neue Pferde dann eben von 2022, 2023 sogar. Und wow, die sieht klein aus. Okay. Ist das so normal, dass sie so klein sind? Sie ist irgendwie, finde ich, sehr klein im Gegensatz zu den anderen Pferden. Aber gut. Aber ich finde sie trotzdem voll hübsch. Also sie sieht aus wie dieser Berber, glaube ich, so heißt das, Hengst. Aber ich finde sie trotzdem auf jeden Fall sehr schön. Also muss ich sagen, mir gefällt sie gut. Weil irgendwie haben alle meine Pferde Macken. Hier, dann da. Also, oh mein Gott, da ist noch ein Strich. Hat jemand falsch bemalt? Wieso auf meine? Egal. Ups. Egal, hier ein brauner Fleck. Dann hier noch an den, oh mein Gott, so süß, an den Nüstern. Hier was, hier glaube ich nichts, hier auch nichts, aber ach, wieso? Egal, voll schön, finde ich. Diese Stute und irgendwie erinnert sie mich an, ich habe was gefunden. Also ich finde, das Pferd ist irgendwie aus so eine Mischung wie aus, also mit, aus dem Pferd. Weil die Füße ziemlich gleich an der gleichen Position sind und der Kopf und die Mähne eigentlich auch gleich ist, aber die hier viel länger ist, glaube ich, zumindest. Aber wow, finde ich trotzdem echt richtig cool. Ich bin also sehr positiv überrascht von allen Pferden, außer mit meinen Macken. Und ja, aber das sieht so ein bisschen komisch aus. Also halt in der Kamera. Im echten Leben sieht es halt anders aus, aber hier sieht es aus, als wäre die Mähne gelb. Ich weiß nicht, wieso, woran das liegt, aber ich glaube, das lag am Licht. Aha, ich glaube, das lag am Licht, oder? Ich weiß es nicht, woran es lag. Und am Blitz.
so sieht man es eigentlich, was die normale Farbe so ungefähr ist. Und hier mein brauner Fleck, den sieht man jetzt mal richtig toll. Aber ja, so sehen die ganzen Pferde jetzt mal mit Blitz aus. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Okay, das reicht jetzt. Aber das Pferd hat ja auch noch einen Altstrich. Das habe ich auch vergessen zu sagen. Aber ja, das waren jetzt alle Pferde von 2022. Das eine Pferd habe ich tatsächlich mir noch nicht geholt, die belgische Stute, weil das dann zu viel war. Das war zu viel eben. Aber ja, das waren alle Pferde und sie gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Und ja, mein liebstes Pferd, also was ich am meisten mag, ist das hier. Mit dem hier. Okay, irgendwie alle. Und ja, das mag ich nicht so doll. Also ich mag schon auf jeden Fall, aber wenn ich es mir am ersten kaufen würde, also was ich mir zuletzt kaufen würde, glaube ich, wäre das. Aber trotzdem ist das irgendwie voll süß. Also ich weiß nicht. Also von der Seite sieht es aber süß aus. Aber von der auch. Außer, dass hier eben diese Punkte sind. Das ist jetzt nicht so gerade toll, aber egal. So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, welches dieser Pferde ihr am besten fandet. Bye!